Moin zusammen und kommen zurück. Boah, Diff Edition. Ja, ich weiß nicht, wann es online kommt. Denn. Ich hab jetzt hinzusetzen. Wenn aber vorher noch, damit es nicht. Nicht den ganzen. Ja, so zurück. Offen. Eiwasser. Können wir ja so behalten. Wir müssen packen und können. Nochmal. Halten. Noch eine Armut. Halben Platten. Halbplattenstiefel. Oh, das sind. Stahlsäbel habe ich mal nicht weg. Wollte ich ja nicht. Ist egal. So, Harpune haben wir. Haben wir, das ist. Okay. Sollten wir es schaffen, weil. Reicht. Jetzt haben wir in der Tasche. Holznägel kann man. Top. Los! Was war nochmal geplant? Geplant war, dass wir jetzt den Rest von der Halbinsel erkunden. Mit der Ausnahme der. Die wir letzte Folge noch kurz begangen haben. Da waren ja ein paar doch heftig. Fuchsgebirge lassen wir auch. Und. Suchst du noch was bestimmt? Hackensack. Hochstehen. Damit bin nur noch zum Wachturm. Da könnt ihr. Acker. Um Richtung Berg zu gehen. Nicht um mit Reza zwingend zu sprechen. Sondern einfach auch mal eine neue. Gut. Gegner lassen sich erfassen. Kannst aber wir nehmen uns Nahkampffähigkeiten. Feuerball, bitte. Ach doch, stimmt. Die, Wasserschläuche hatte ich. Salzwasser. Hat, Und hab dann mal schnell ab. Nehmen den Weg über den Berg. Falls es jemand nicht hört ihr das Geknatsche? Das ist wie bei Gothic 3 in Nordmar. Viele, die auf solche Details achten, haben verdient, dass man es auch viele kleinen Details nicht. Soundeffekt. Gerade Soundeffekte und gute Musik, gute Soundeffekte. Oder gut durchdachte Sound. Sind deutliches Plus für ihn. Vertonung, Vertextung. Ja, war sehr teuer. So, nicht jeder kann hier komplett vertonen. Einfach. Stimmt, ist es. Bin ich es auch gar nicht. Gott, jetzt.
Teil wird dir vorgelesen. Du kannst ja die Stimme. Oliel. Sprechen die auch. Dem Gesicht eine Stimme zu. Morrowind gab es ja auch nicht wirklich. Der damals. Na, noch ein Sieg. Noch Dinge bei Morrowind finde ich teils. Finde ich ein bisschen besser. Irons. Was? Warte. Das Aufsteigen von Rängen. Weil das gibt's auch. Das haben sie nur bei Skyrim raus. Ränge. Dass zum Beispiel Leute sich mit ihrem Rang auf andere Novizfänger oder was kann man dann. Auch dich als. Weil dann halt ein bisschen. Ah, guck. Der neue. Ja, dann aber auch neidisch auf. So, linke Seite wollten wir nicht. Wir wollten hier nur die. Wachturm. War ruckzuck gelandet. Ich hoffe, wir bekommen irgendwann auch noch. Haben wir auch ein. Was hast du? Einiges schnell. Reichen. Bis ins. Wüsste den Teil von Outward Came. Ich hab auf der Halbinsel hier schon alles erkundet. Ah, ne, ja. Ah, ich hab schon. Und einfach da reden. Oh. Ja, wunderbar. Wunderbar. Prozent, das ist. Ach, guck mal. Dieses. Band. Drei von diesen komischen Golem. Wie konnten die jetzt hier nicht? Die waren relativ langsam. Deswegen war es vergleichsweise leicht, die zu klatschen. So. Ego ist. Hier oben sind. Sehr gut.
Okay. Jetzt mal, ich muss sie verdienen. 12%. So. Vorbereiten hier, ne? Immer gerade eingefallen. Bin immer so zipp. Alles vollbuffen. Licht an. Rein. Ich kann ja auch mal mit schleichen. Sobald man hier runter geht, fängt. Augen auf. Dass was übersehen wird. Echt gehabt. Grabkammer unter dem Wachturm. Vielleicht ja Zombies? Wenn es zu heftig ist, raus abhauen. Ja, umholen. Moment. Geist oder sowas. Ja. Bam. Unten war Fenst. Zu ungut, aber das ist richtig schnell. Und? Ach, das war's schon. Mehr gibt's hier nicht. Okay. Wir haben ein paar Gespenster in der Ding. Aber die Gespenster haben wir ja auch beim Durchgang bei der Ruine bei der einen. Legen wir an. Was? Ganz schnell hier rausrennen. Wo? Ist da jetzt alle? Raus. Lang. Vielleicht gibt es ja eine Atemschutzmaske oder so, die man. Dann was ist rechts? Irgendwelche Gräber oder so. Ich kann auf jeden Fall noch nicht Verderbnis machen. Solange wir noch rein sind, ist das gut. Vielleicht gibt es die erste Stufe bei 20. Wenn wir Glück haben, kommen wir nicht auf 20. Pilze. Okay.
Okay, wir sind noch rein, auch wenn wir 20% haben. 20%. Erschrocken. Ich dachte, da kommt jetzt ein Viech. Okay. Wachturm. Check. Den haben wir ja auch gemacht, ne? So, dann haben wir... Den hier, die, drei, die vier Sachen haben wir nicht. Die müssen wir dann drin lassen. Dann waren wir auch... Ja, okay, dann haben wir das nicht. Das nicht. Festung. Okay. Ordnung. Wo sind die Gegner? Zuck, zuck. Kommt aus Spellforce. Ork-Arbeiter machen. Ne, die Ork, Ork-Arbeiter, die Ork, Gruppen. Mal die bedingt. Mal richtig weiter. Herbst. Herbst habe ich das nächste. Urlaub. Da muss ich. Warcraft. Ich hoffe, es kommt zwischen. Ich weiß gar nicht, wie teuer war es noch. Dann auf jeden Fall zu teuer. Gleiche wie mit. Was noch? Komm ja auch zu. Im Dark Souls. Für Dark Souls 1, beziehungsweise die Remasters-Version, habe ich so 15 Euro angelegt. Wenn irgendeiner mal sieht, dass es so kostet, Bescheid sagen, dann. Nicht, dass ich nicht meine, dass die Spiele diesen Wert haben, aber ich meine, diese Spiele haben sich aktiviert. Man kann sie günstiger. Halt ja auch für Gothic 2 30 Mark, 30 Euro, sondern man kriegt es für einen 10er. Oder die Gold Edition, also komplette Collectors Gold Edition von Gothic 2 für. Nee, man kann für 6 oder 7 Euro bei Steam. Da habe ich, glaube ich, 1, 2 mit die Nacht des Rabend und 3. Universe Edition war's. So, das muss das Versteck sein, von dem Isan mir dir erzählt hat. Du siehst dich sorgfältig extra im Geheimfach mit den Vorräten. Hinter dem Holz verbirgt sich eine Teilplatte. Achtung. Bei genauer Betrachtung kommen 5 Elemente zum Vorschein. Ein Schädel und in dessen Augen 2 Sterne. Sonne, ein Fisch und der Roten. Sterne leiten den Weg, sagt. Das Schloss macht einen lauten Klick und die Sonne rasten. Dann ist vielleicht Mond, rastet ein. Sterne. Der rostige Mächer bewegt sich langsam und offenbar. Ah, nach dem Geheimfang. Nicht. Voller Münzen und einem Dolch. Catch. Stimmt, wo wir gesagt hatten, dass wir Geld brauchen. Dann nicht mehr. So, da vorne geht's weiter. Sieht man immer an den Felswänden. Ah, das sind richtig kranke Fallen. Da kann man diese Giftangriffe. Alter. Ist ja noch was. Der Karte. Hier.
Nein, wir wollten in den Enmark. Wollten in den Enmark-Wald und erstmal nach Berg. Das lasse ich hier markiert. Wissen wir, dass wir da nicht waren. Hatte ich schon wieder vergessen. Letzte Mal, als ich Outward gespielt habe, war 2000. Und es war. Es ist mindestens 4 Jahre her, sagen wir es so. Da hatte ich nämlich noch meine alte Grafikkarte. War das nochmal? RX5. So. Dann. Nötigt. So, jetzt gehen wir. Waffen und Fähigkeiten im Kampf schnell ein. 8 schnell. Glockenwende. Schilde lenken Pfeile und dergleichen. Jedoch keine magischen Geschütze. Machen wir die UI mal wieder. Gucken wir mal. Hier sind wir reingekommen. Hier ist Berg. Dem Weg folgen und hier über die Mitte. Weiten. Dann müsst geradeaus. Links. Ich habe jetzt einfach mal überlegt, ich nehme eine blaue Markierung für abbiegen und kann mich daran entscheiden. Wir werden nicht in der Wildnis um als allererstes. Natürlich, was werden wir. Deswegen. Naja. Oh. Okay. Ist in Ordnung. Bin nur nicht so dran gewöhnt. Okay. Der hat uns dann einen Postlappen, Blitzlappen. Also kein großer Verlust. Da ist der Eislappen besser als der Lappen für bei den Kältesee. Für links. Auch nochmal. Aber wenn kein Lappen da ist, nehmen wir auch einen Blitz. Lappen noch. Oh!
Oh, das kostet eine Menge Ausdauer. Mein Kältelappen ist aus. Nein! Okay, warte. Oh. So. Bevor wir uns hier strecken lassen. Wir teilen voll. Nee, so nicht. Eisklappen machen. Warum machen wir an denen keinen Schaden? Geist! Du hast nur ätherischen Schaden. Machen? Ach ja, ich wollte noch Feuerstein. Leben kommt schon über den Meeresfrikassee zu. Oder doch? Vorne ist ein. What the? Ah. Man muss irgendwas machen, um die Verderbnis wieder reinzukriegen. Öffnen die ab. Ich will nicht mit so vielen Gegnern kämpfen, kann ich den. Kann ich. Nach Berg. So. Weiter als ich da. Rechts. Aber rechts ist kein See. Wachturm. Die Richtung ist richtig. War die eine Abzweigung oben? Okay. Hier müssen wir nämlich jetzt. Brücke. Warten um. Können wir über Hafen oder so ein Hafen? Für einen Hafen? Warum ist hier so ein großer Haar? Maximal. Da haben die. Dazu. Schleusensystem.
Gucken wir mal. Gar nichts. Auch gar nichts. Dann, ui. Da vorne nach Berg. Aus, ne? Alboro Gold. Rotendel ohne Filter, deswegen freue ich mich auch noch weiter. Berg! Schafft! So. Also, wir werden nicht direkt zu Reed. Der Händler. Wannige Waffe. Kannst du da daneben? Liebige Gegner. Ablagetruhen lagern, die du in Häusern findest. Vergiss nicht, auch Währung. So. Moin, Wache von Berg. Kann ich dir helfen? Graf, Händler und Ausbilder. Der Schmied findet sich neben dem Die anderen Händler findest du Hauptstraße. Der Jägerausbilder ist nahe dem Haupttor. Runenweise studiert in der blauen Kammer. Runenweise. Das ist beunruhigend. Ich möchte etwas. Einerlei. Effekte. Mach nur ein riesiger Eisen. Hört den Widerstand. Guck mal, den Breitdolch könnten wir für 60. Gut. Jagdausbilder, okay. Was kann ich für dich tun? Bitte. Brauche ich nicht. Andere Ding wäre ein Skillpunkt kostet, dann müssen wir fahren. Das heißt, wir sind Jagdausbilder, müssen wir hier hoch, denn hier ist die blaue Kammer. Dort ist irgendwo der Runenweise. Der ist Hunter gerade. Der Runenweise? Reisenausbilder. Wie kann ich dir helfen? Runenmagie ist vielseitig und kompliziert. Sie lässt dich Waffen beschwören, arkane Fallen auf den Boden platzieren und vieles. Sämtliche Runen. Aber zu wirken. Man braucht so. Kosten alle 600. 500. Okay, die Rune. Blaue Rune an sich. Okay, kann ich. Kombo. Können wir. Freischaltung muss. Okay, das heißt, ich muss das zuerst lernen. Weiß ich noch. Gut. Diese Folge ist etwas kürzer, damit ich sie schneller hochladen kann. Sorry dafür. Aber da ich habe noch irgendwo einen Zettel, wo Kombinationen für Rootwörter sind. Den suche ich mal raus. Dann kann ich ein paar Sachen zeigen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und geht's dann weiter in Berg. Nein.